Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind hier immer noch mitten im Schützengraben, im Krieg gegen die Rebellen. Mittlerweile gefühlt alleine. Alle anderen hat es, glaube ich, schon erwischt. Aber wir regeln das schon. Leider nur noch 6 Schuss. Kommen wir noch zurück? War doch... Nee, das war nicht hier, oder? Da vorne war die Muni, ne? Na, da jetzt hinzurennen, wäre ein bisschen lebensmüde. Wir snipen mal noch so viel wie geht. Wenn wir halt auch noch treffen würden, hätten wir es vielleicht mit dem Magazin sogar geschafft, noch einen zu töten. Verdammt. Alles verballert. Was ist denn mit ihm davon? Auf jeden Fall ist ja noch irgendwo ein Scharfschütze. Ja, ist ja gut. Ich will doch bloß ein bisschen Munition. Beruhig dich bitte. Also in solchen Situationen feierst du dann wieder, dass wir ein Scharfschützengewehr dabei haben. Mag ich irgendwie eh mehr als die Schrotflinte, weil wenn Gegner extrem nah kommen, dann ist das mit dem Sturmgewehr auch schon eine ziemlich gute Lösung. Ja, den treffe ich wieder nicht. Kommt noch ein Boss. An der Spitze. 0 Schaden aus der Entfernung. Ist ja noch besser. Irgendwie klingt seine Waffe extremst komisch. Da oben ist halt immer noch dieser Scharfschütze, aber ich kann ihn kaum erkennen. Jetzt. Aua. Wo ist er hin? Ist er dort? Ich sehe es nicht. Jetzt haben wir ihn. So, können wir jetzt dem Boss mal langsam was antun. Obwohl ich glaube, wir kümmern uns erstmal um die anderen. Ist denn das für ein komisches Waffengeräusch? Ah, der Scharfschütze will irgendwie nicht. Wir müssen es riskieren, dass wir gleich einen Schuss von ihm abkriegen. Aber er bleibt ganz entspannt da hinten stehen, lässt sich auf den Kopf schießen. Das ist doch mal nett. Wahnsinn, wie die Lavageschosse reinballern. Die beste Fähigkeit. Wirklich die allerbeste Fähigkeit. Zumindest aktuell. So, der hier hinten, der kommt irgendwie gar nicht vor. Ja, ist ja gut. Weiß auch nicht. Hä? Ach, hier vorne. Entschuldigung. Ach, Scharfschützen. Wie ich sie doch liebe. Vor allem dann noch, wenn man sie nicht sieht. Hä? Das war fies. Ich dachte, es kommt nur eine Rakete. Zumindest an dieselbe Stelle. Man erkennt halt einfach nichts. Ne, wir müssen ein bisschen näher vorrücken. Die Sache ist, wir kriegen noch einen Scharfschützenschuss ab. Und sind irgendwie so ein bisschen am Eimer. Oder im Eimer. Nein! Müssen wir wieder ein bisschen antäuschen. Hat geklappt. Ich sehe da irgendwas gucken. Jetzt. Aua. Brauchen unbedingt Leben. Komm mal vor hier. Müssen hier unbedingt mal ein bisschen drauf rumschießen. Au, 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 au. Shit. Wir brauchen Leben. Kann denn nicht mal einer ein bisschen näher hier rankommen, bitte? Wir müssen weiter vorbrechen. Es bringt uns nichts anderes weiter. Jawohl, jetzt können wir wieder Fähigkeiten einsetzen. Aua. Gleich tot. Kurz antäuschen. Haben wir. Und Leben wieder auffüllen. Sehr gut. Shit, 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 shit. Nein. Verschwindet doch mit eurem Mörser.
Was ist denn das? Auch eine Deckung. Ist halt doof, ne? Wenn wir keinen Schaden machen, heilen wir auch nicht. Das ist tatsächlich der einzigste Weg, mit dem wir ein bisschen Heal bekommen. Ah, ui. Vor allem, wie er gleich in die Luft gesprungen ist, ne? Kommt schon wieder der nächste Mörser und der nächste Scharfschützenschuss tötet uns aber. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen in Bedrängnis. Ui. Und das... Nein. Nein, ich möchte nicht sterben. Nein. Nein, wir brennen. Wir haben noch ein Leben. Ja. Ach, verdammt. Es tut mir wirklich leid. Aber ihr habt es gesehen, es ist ein bisschen doof. Wir kommen halt nicht wirklich sehr viel näher ran. Ach, müssen wir jetzt das ganze Ding nochmal spielen hier vorne? Oh. Unschön. Ja, wir kommen halt nicht wirklich näher ran, ne? Man sieht halt kaum was. Und wenn wir kein Leben kriegen und die ganze Zeit nur mit Scharfschützen in Kontakt sind und keinen Schaden machen, halt irgendwie nicht so eine coole Kombination. Jetzt trotzdem noch mal ein kleines bisschen offensiver ran. Ja, eigentlich ist es nicht so schwer, ne? Die Gegner sind nicht die stärksten, die Bosse sind auch okay. Warum kriege ich denn jetzt so viel Hit? Ich bin doch unter Deckung. Trifft doch. Jetzt. Wir schaffen das schon noch. Ich bin zuversichtlich. Muss mich hier nochmal ein bisschen mehr konzentrieren. Also Entschuldigung, wenn ich nicht ganz so viel quatsche wie sonst. Wir schalten jetzt erstmal so schnell wie es geht alle aus, die hier angerannt kommen, dass wir in Ruhe uns um die Bosse kümmern können. Wirklich Unterstützung von unserem Team haben wir irgendwie gefühlt gar nicht. Ach, der letzte hätte doch treffen können. Den Kopf treffe ich wieder nicht. Nope. Hä? Kommt denn er her? Den habe ich einmal gar nicht mitbekommen. So. Ah, das ist halt echt Wahnsinn, ne? Wir kriegen halt viel Schaden. Verteilen aber im Gegensatz viel zu wenig zurück. Er hat sich, glaube ich, selber die Granate. Selber Opfer davon geworden. So, das haben wir. Wir brauchen halt unbedingt schon wieder Munition, ne? Diesmal liegt hier absolut keine. War das noch eine Stelle weiter? Ach, wir sind noch ein Stück weiter vorne sogar rausgekommen. Oh je. Wir sind ja jetzt erst hier vorne. Ja, jetzt... müssten wir eigentlich mal schnell vorrennen, die Munition krallen. Aber das sieht mir gerade irgendwie nicht so groß danach aus, als wäre das eine gute Idee. Wir sind halt eigentlich gut ausgerüstet, ne? Wir machen ordentlich Schaden. Klar, es könnte noch besser sein. Wir hätten hier nach jeder Mission, hätten wir unser Zeug ausgeben können. Beim Dr. Zahedi. Und hätten alles noch hochleveln, hochpowern können. Was auch immer. Wollte eigentlich gar nicht die gute Scharfschützmunition dafür auswählen. Aber so an sich kommen wir ja wirklich eigentlich ganz gut durch. War halt ein doofer Tod jetzt gerade eben. Jetzt sind bloß zwei Leute drüben. Vielleicht wäre das die Möglichkeit. Ja. Aber wir müssen erstmal ganz schnell in Deckung. Oh.
Bosse sind aber noch nicht da. Doch, jetzt kommen sie hinten. Dann hebe ich mir die Lava-Geschosse mal noch auf. Ja, wir werden hier ein bisschen eingezingelt. Geht doch weg. Was hab ich euch denn getan? Gut, wir brauchen doch mal Lava-Geschosse, aber ganz schnell. Komm, mach schon. Er hat sie nicht ausgewählt, warum auch? Oh oh. Irgendwie waren das doch ein paar zu viele, aber hier kommt jetzt gleich der Captain hoch. Das macht's auch nicht besser. Einmal umzingeln. Sorgt für Verwirrung. Und wir sind wieder voll. Sehr gut. Ach. Verzieht dann immer so einen kleinen Millimeter, ne? Es fehlt immer ganz wenig. Das, schaut mal, die haben alle nicht getroffen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich will es nicht schon wieder aufs Spiel schieben. So, Gepanzerter ist weg. Wir haben noch einen, der müsste gleich hier unten Hallo sagen. Dann nehmen wir einmal Lava-Geschosse und auf ihn. Mach doch. Danke. Er macht einfach gar nichts, ne? Ist auch nett. Okay, ich hätte es nicht sagen sollen. Aber trotzdem, bis auf einmal Boden stampfen, war ja auf jeden Fall korrekt. Wie viel? Wir haben noch 32 Schuss. Das sieht schon mal besser aus. Wir müssen halt eigentlich unbedingt die Scharfschützen da oben wegkriegen, aber... Es wird mit der Sicht nicht besser. Hm, was machen wir denn am dümmsten? Der weg. Was ist mit euch? Kommt gar keiner mal vorgucken. Da oben brauche ich, da sehe ich überhaupt nichts. Hier ist noch was. Die beiden hier zeigen sich absolut nicht. Ist halt die Frage, ob wir nochmal Muni auffüllen, bevor wir die nächste Welle auslösen. Wäre an sich nicht verkehrt. Jetzt sehen wir ein bisschen was hier oben, aber der kommt auch nicht raus. Der hier drüben hat sich ein bisschen bewegt. Das war wirklich einfach nur ins Dunkle geschossen. Der schießt auch, aber ist irgendwie zu weit unten. Ah, hier kommen ja neue Gegner. Zeigt mir die doch an. Naja, wir werden das schon irgendwie machen. Auf jeden Fall läuft es schon mal besser als beim ersten Versuch. Tut mir leid, dass wir es jetzt halt ein bisschen in die Länge ziehen dadurch. Dass ich gestorben bin. Aber so ist das nun mal und wir spielen halt auch Solo und das für ein Spiel, was eigentlich eher auf Multiplayer ausgelegt ist. Klar wird es viel, viel einfacher dadurch, dass wir alleine hier drin sind. Aber trotzdem stirbt man im... Also man stirbt zwar Multiplayer auch, beziehungsweise öfter sogar, aber man kann halt von seinen Kumpels wieder hochgehoben werden, ne? Solange halt nicht alle tot sind, ist alles gut. Deswegen kann man halt Multiplayer-technisch sich auch mal ein bisschen mehr trauen. Als jetzt hier vielleicht Solo. Wir haben vor uns, wir sind irgendwie zu früh nach hinten gerannt. Wir haben da zu früh die Gegner ausgelöst. Weiß nicht, da sitzt er. Jetzt haben wir ihn. Der Gepanzerte jetzt. Schaut mal, ne? Jetzt machen wir 130 Schaden. Vor uns haben wir 0 gemacht. Entweder hat er ja irgendeinen Skill auf sich.
Na, ich möchte nochmal zur Munition rennen. Au, au, au. Und wieder zurück. Wir bleiben erstmal schön hier hinten. Wieder das komische Geräusch. Ah, wir machen 0, wenn wir auf die Panzerung treffen, okay. So klingt doch keine Waffe. Das ist doch ein Bug. Ja, es ist eigentlich gerade schon wieder Munitionsverschwendung. Treffen wir jetzt dieses Scheiß... Stacheldraht. Er trifft aber genauso wenig. Wenn uns nicht andauernd mit Schlamm hier die Sicht versperren würde, hätten wir ihn schon längst tot. Gleich haben wir ihn. Und dann geht's wieder ein Stück vor. Die ganzen Scharfschützen mal holen. Na. So, jetzt aber. Wir brauchen wieder Munition. Das ist so einzig schade an der Waffe. Die so wenig Magazin hat. So, und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall um die hier kümmern. Der erste ist weg. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, es war ein Scharfschütze. Ich hoffe, er war komplett ausgeschalten, aber ich glaube schon. Nee, immer noch nicht. Oder es ist ein neuer. Er hat schon wieder volle Leben. Boah. Jetzt geht nämlich wieder die Kacke los, ne? Wir kriegen halt kaum Heilung. Aber es läuft definitiv besser als vorher. Mit den Mörsern haben sie jetzt erstmal aufgehört. Ich weiß nicht, ob das der Boss war. Ob der vorhin die Dinger geschossen hat. Na komm. Ein Scharfschütze weg. Möchten nicht schießen. Haben meine Taktik anscheinend verstanden. So. Komm, einer von euch noch. Aua. Ja, es kommt doch wieder Mörser. Zeig dich. Jawohl. Ich glaube, der Rest sind keine Scharfschützen mehr. Ach, Mist. Junge, einer ist wohl gleich vor uns. Ach, hier. Können wir uns an dem ja wieder ein bisschen Leben holen. Passt. Und jetzt haben wir bloß noch den einen da oben. Sieht doch gut aus. Da guckt er. Ich glaube, wir haben's. Wenn jetzt nicht noch eine Welle hinterherkommt. Na, einen roten. Ein rotes Dreieck sehe ich noch. Er wackelt einfach zu doll. Es gibt leider auch keine Option, irgendwie hier so Atem anhalten. Wenn man das aus anderen Spielen kennt. Mörser. Hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden. Mussten wir jetzt mal benutzen, weil... Wir haben die Lavageschosse noch drauf. Wenn ich Waffen wechsle, ist das ja immer weg. Ach. Das macht es einem nicht einfacher. Kommt gleich wieder ein Mörser, wahrscheinlich direkt zu uns. Yep. Wir brennen da und das Brennen ist halt echt heftig, ne? Wir haben ihn unterbrochen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wenn man im Zielfernrohr ist, dass es nicht irgendwie so eine Anzeige gibt, dass ein Mörser kommt oder
dass man halt gerade in irgendwas drinsteht, wo man vielleicht lieber rausgehen sollte. Klar, macht halt das, man muss halt selber drüber nachdenken einfach und immer mal gucken. Wäre ja im richtigen Leben auch nicht so. Gut, dann würde man gar nicht sehen, ob irgendwo ein Mörser landet, aber... Ja, ich glaube, mit Lava geschossen und Nahkampf sind wir besser dran mit dem. Geht's halt doch ein bisschen schneller. Sogar sehr, sehr schnell. Ich will doch nochmal eben gucken, ob wir irgendwas Kistentechnisches hier haben, aber bisher sehe ich nicht so viel. Nee, ich sehe erstmal gerade aktuell nichts. Wir müssen aber an der Stelle leider erstmal Schluss machen. Wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Nächste Folge werden wir hoffentlich den Kampf gewonnen haben. Bis 17 Uhr, morgen Uhr dann genau. Bis morgen 17 Uhr dann. Macht's gut.